Hallo Freunde, hier ist euer Holy Diver wieder am Start. Ja, lang nicht mehr gesagt, aber das ist jetzt wieder der Tagebucheintrag Nummer 2. Endlich geht's weiter mit meinem Holy Tagebuch. Und zwar haben wir heute den 3.12.2015. Es ist gerade, glaube ich, gleich 5 Uhr in der Früh. Da denkt ihr euch wahrscheinlich, warum schläft der Holy da nicht? Und normalerweise schlaft man um die Zeit. Na okay, für Zocker, die werden wahrscheinlich jetzt gerade erst jetzt ins Bett gehen. Aber sagen wir mal so, ich wollte unbedingt dieses Holy Tagebuch weiterführen und das mache ich jetzt auch. Und zwar, was ist es in den letzten paar Tagen, Wochen, Monaten so passiert bei mir? Also, was zum Beispiel jetzt mein gesundheitliches Problem angeht, was ich in den letzten paar Tagen, sagen wir sogar Wochen gehabt habe, wo ich Schmerzen in der Brustgegend gehabt habe, also hier. Und zwar, wo ich dann panisch geschrieben habe, Leute, ich gehe an den und den Tag zum Arzt, ich habe anscheinend Herzprobleme. Kann ich euch jetzt mal beruhigen, das kann ich euch in diesem Tagebuch ruhig erzählen. Ich war jetzt erstmal bei meinem Hausarzt, der hat meinen Blutdruck erstmal gemessen. Der war mal so, ich glaube 170, 180 hat er gesagt. Und da hat er mich weitergewiesen zum Herzdoktor. Ich kann leider den sein Begriff, was er eigentlich ist, also nicht der Doktor, sondern das, was ich, wo ich hingegangen bin, Kardiologie, kann mich gerne einer in dem Tagebuch-Video korrigieren, wie das heißt oder wie man das ausspricht. Und ansonsten hat der Herzdoktor gesagt, ich nehme mal Herzdoktor, es ist alles in Ordnung, Herz ist komplett in Ordnung, voll gesund. Das Einzige, was halt ihm Sorgen bereitet, ist mein zu hoher Puls. Beziehungsweise Bluthochdruck, können Sie mich ja gern korrigieren, was genauer gemeint ist. Jedenfalls hat er gesagt, er ist zu hoch und dann schätze ich mal, dass es mein Puls ist oder mein Bluthochdruck. Mein Blutdruck. Und ansonsten ist eigentlich alles bei mir tipptopp. Was das Berufliche angeht, was ich eigentlich auch nicht so viel in meinen Videos preisgeben möchte. Ihr wisst es vielleicht ein oder andere weiß es vielleicht, dass ich arbeitslos bin. Ich habe auch, wenn jetzt die Frage kommen sollte, hast du wenigstens eine Lehre gemacht? Ja, dann sage ich, ja, ich habe eine Lehre gemacht. Ich bin gelernter Gärtner. Da fragen sich ja einige, und wieso findet man da nichts? Ich meine, Gärtnereien gibt's wie Sand am Meer, könnte man jetzt behaupten. Sage ich, ja, es ist nicht so einfach, weil ihr müsst wissen, es gibt verschiedene Abzweigungen, was Gärten angeht. Es gibt zum Beispiel das eine, was ich gelernt habe, ist Zierpflanzenfachwerker, also Zierpflanzengärtner. Kurze Erklärung. Beetbepflanzung, Zimmerpflanzen, Pflanzenvermehrung. Nein, ich lasse die Pflanzen nicht Liebe machen, in dem Sinne, so wie ihr das jetzt wahrscheinlich wieder denkt, sondern einfach in einen Kasten die Setzlinge reingesteckt. So. Wer da jetzt zweideutig denkt, das ist mir jetzt scheißegal, es hört sich so komisch an, es ist aber so. Dann gibt es noch Friedhofsgärtner, der sich um die Hecken kümmert, über zum Teil an der Beetbepflanzung. Dann gibt es noch Landschaftsgärtner, der sich um Bäume, Hecken, auch was sich jetzt auch komisch anhört, über Treppenbelegung, ich keine Ahnung, wie man es jetzt ausspricht. Er baut halt Treppen, er baut Flächen aus, so Steinflächen, so Steinwege, Wege für über den Garten und so weiter. Und dann gibt es halt noch den Baumgärtner, also der hauptsächlich für die Baumschule zuständig ist. Ja, und das ist halt ziemlich schwer, was zu finden. Man glaubt es kaum, als würden sie eigentlich sagen, ja, schul doch um. Habe ich einmal versucht, habe ich mal zum Teil eine Lehre gemacht als orthopädischer Schuhmacher. Sprich, orthopädischer Schuhmacher, der auch Gesundheitseinlagen gemacht hat.
Schuhe repariert hat und so weiter, findet sich auch schlecht was. Aber ich gebe mich auf, ich werde noch einen festen Job haben, auch wenn es vielleicht Halbtag ist oder kann, es wäre auch in Ordnung, wenn es Vollzeit ist. Nein, ich brauche von euch keine Hilfe, einen Job zu finden. Das möchte ich schon selber machen und mir auch helfen lassen vom Arbeitsamt, ja? Und zu anderen, jetzt juckt es mich ganz kurz, kratz, kratz, kratz. Und was es noch angeht, was ich auch in diesem Tagebuch, wie es ab und zu mal mit einführen möchte, ist ein paar YouTuber zu erwähnen. Und nicht nur das, sondern ich werde an den YouTuber selber eine kleine Kritik, ein Feedback geben. Es soll kein Angriff auf eine Person sein, sondern meine ehrliche Meinung über den jeweiligen YouTuber. Aber dazu kommen wir gleich. Was es sonst noch so angeht, was zum Beispiel, gehen wir auf den Zweig YouTube mal, was meine Livestreams angeht. Ich werde noch ein paar Streams einfach wirklich mal ordentlich ankündigen. Ich werde euch sagen, zum Beispiel, ich mache jetzt einen Livestream am Freitag um 19 Uhr. Gezockt wird Enigmatis, die Seelen von Maple Creek. Punkt 19 Uhr fängt das an. Und wenn ich wirklich die Lust dazu habe, und ich werde hundertprozentig die Lust dazu haben, nein, es soll jetzt keine Eigenwerbung sein oder sowas, dann werde ich das Spiel auch durchspielen. Und jetzt werden sich einige auch über so am Kopf kratzen. Er hat doch gesagt, er ladet Videos nur am Montag, Mittwoch und Freitag hoch. Wenn es Videos sind, wo ich selber finde, die muss ich sofort hochladen. Oder es ist zum Beispiel bei diesem Holy Tagebuch, da kann ich nicht jetzt einfach ein paar Tage warten, weil sich dann einige wundern, ja, wieso ladet er einen Tagebucheintrag von Tag davor oder Tag in der Woche davor. Nee, sowas kommt bei mir nicht in die Tüte. Wenn sowas für mich wichtig ist, wird es sofort hochgeladen. Und jetzt, wie gesagt, ich werde noch ein paar Streams ankündigen. Wenn ich aber persönlich merke, dass das irgendwie keinen Nutzen hat, dann bitte ich doch meine YouTube-Kollegen und andere YouTuber, mir einen Rat zu geben, wie ich das bewerkstelligen kann, dass mehr Leute auf meine Streams kommen. Klar, der eine oder andere wird sagen, wenn du häufiger streamst. Aber gibt es nicht irgendeinen kleinen Rat oder Tipp, was ihr mir geben könnt dafür? Weil persönlich, ich würde dann sagen, okay, ich kündige jetzt nur ein paar Streams einfach mal an, damit jeder Bescheid weiß. Wenn ich aber persönlich merke, es bringt nichts, es kommen zu wenige, dann kündige ich meine Streams nicht offiziell an, sondern ich mache ein Thumbnail mit dem jeweiligen Thema, also mit dem Spiel, was ich da spiele, mit dem Datum und Uhrzeit, oder kein Uhrzeit, kein Datum, sage einfach nur, ja, ich streame jetzt zum Beispiel Minecraft, ich streame jetzt War Thunder, ich streame jetzt Ark Survival Evoid, oder Evoid, wie man es halt ausspricht, ihr wisst, mein Englisch ist nicht gut, also drückt beide Augen mal zu, weil ihr merkt es ja selber, ich kann kein Englisch richtig, mein Englisch ist für der Ass, wie ich so schön sage. So, und jetzt, wie gesagt, wie am Anfang des Videos gesagt, werde ich jetzt ein paar YouTuber erwähnen, aber zusätzlich an den YouTuber ein kleines Feedback geben und wenn es was zum Kritisieren gibt, natürlich auch. Nehmt es nicht so persönlich, meine Freunde, es ist kein Angriff auf euch, es ist nur so ein kleines Neben-Mini-Projekt in ein Holy-Tagebuch, das ich jetzt auch öfters machen werde. Und zwar als erstes möchte ich den lieben Sam Fischer hier grüßen. Hallo Sam! Ja, du kommst als erstes dran, mein Freund. Und zwar, du machst richtig, richtig
gute Videos. Du steckst Herzblut rein. Du hältst dich jetzt auch nicht an irgendeinen Uploadplan wie ich oder die anderen. Du machst es frei Schnauze. Das finde ich richtig gut. Du bist witzig, man kann über deine Witze in den Videos lachen, ich jedenfalls. Ich weiß nicht, wie es bei den anderen so ist. Mach weiter so und jetzt kommt mal für dich ein... Das war jetzt zum Beispiel jetzt schon Feedback von mir. Ich glaube, mehr Feedback braucht man nicht zu hören für dich. Sondern jetzt kommt mal nur ein ganz kleiner Kritikpunkt. Und zwar... Du solltest nicht immer, was die Leute dir zum Beispiel entgegenwerfen, zum Beispiel, ja, jetzt kommt's, jetzt fällt mir nichts ein, nee, Schmarrn, mir fällt schon was ein. Zum Beispiel, wenn die Leute sagen, flipp doch nicht jedes Mal so aus in deinen Videos, flipp persönlich nicht so viel aus. Wenn sowas kommt, mein lieber Sam Fischer, mein lieber Sam, ignorier's einfach. Oder wenn mal was nicht hinhaut, nicht gleich das Handtuch werfen und sagen, nö, dann kommt halt eine Folge am nächsten Tag. Oder da kommt ein Video erst, wenn es wieder geht. Mach einfach dein Ding und nimm's auf, wenn du Lust und Laune hast, wenn du dran Spaß hast. Wenn man nicht motiviert ist oder keinen Spaß hat gerade oder Lust an uns aufnehmen, braucht man auch nichts aufnehmen. Das ist jetzt ein kleiner Kritikpunkt an dich. Wen ich als nächstes erwähnen möchte, das ist der liebe Tamiro. Jetzt denkt er sich bestimmt, oh Mann. Ja, okay, Tamiro, ich sehe in deinen Videos, du gibst dir sehr, sehr, sehr viel Mühe. Du steckst auch Herzblut in deinen Videos. Du versuchst deinen Zuschauern deine Videos recht zu machen, wann sie an welchem Tag hochkommen. Das hat man ja an deinem Strukturvideo, nenne ich es jetzt mal, gesehen. Passt alles optimal. Und jetzt kommt ein kleiner Kritikpunkt an dich, mein lieber Tamiro. Ich weiß, du, wie soll ich sagen, wenn du bei jemandem kommentierst, dann kommentierst du brutal ehrlich. Ja? Das finde ich gut. Ich mag ehrliche Menschen. Aber, jetzt kommt das Aber. Wenn es das Video zum Beispiel ein bestimmtes Thema hat, sollte man schon bei dem Thema von dem Video bleiben. Okay, man kann ein bisschen abweichen und auf die Person auch eingehen, aber wenn es jetzt wirklich was ist, was dir an der Person nicht gerade gefällt, sprich die Grammatik oder was anderes, schreib das bitte nicht in die Kommentare von dem Video, sondern sprich oder schreib die Person direkt an. Das kommt besser rüber, als dass du es unter einem Video machst, wo gar nicht zum Thema gehört. Das ist nur ein kleiner Kritikpunkt. Wenn ich noch in diesem Video erwähnen möchte, ist der liebe der Nordi LP. Oder der Nordi nur, ich glaube, du hast mal LP geheißen, aber ich glaube, du heißt jetzt bloß der Nordi. Deine Videos sind von allererster Güte. Hört sich komisch an, ist aber so. Du haust so viel Power, so viel Energie in deine Videos, dass man einfach deine Videos feiern muss. Dein Legend of K, dein The Walking Dead Season 2 verfolge ich jetzt auch fleißig weiter. All deine Let's Plays sind echt gut. Kleiner Kritikpunkt auch an dich. Nimm dir nicht immer, was dir Leute Negatives sagen, zu sehr zum Herzen. Mach einfach dein Ding, denn es machst du gut, du hast Spaß an den Videos, das merkt man. Einfach den Buckel runterrutschen lassen, wenn irgendwelche Kritikpunkte kommen, die zu sehr ins Fleisch geht. Einfach ignorieren.
So, und wenn ich jetzt noch in diesem Video erwähnen möchte, ist der liebe Lago. Oder nennst du dich jetzt noch, ich weiß nicht, ob du dich jetzt noch Lago LP nennst. Ich weiß nicht, was ihr mit euren LP habt, aber es ist wurscht, ist jetzt wurscht. Jedenfalls, Lago, du machst auch richtig, richtig gute Videos. Zwar gerade momentan nicht viele, glaube ich, weil du Internetprobleme hast oder kein Internet hast. Oder du hast wieder Internet. Ich finde deine Videos richtig gut, aber mach mal weniger, also ich weiß nicht, ob du es jetzt wieder vorhast oder so, mach weniger Sport-Games, mach mehr Action-Games, Survivor-Games, Horror-Games. Das ist nur ein kleiner Vorschlag an mich und nur so ein klitzekleiner Kritikpunkt an dich. Mach mal mehr, was nicht mit dem Thema Sport zu tun hat. Es gibt so massenhaft an YouTubern wie Viva 16, Autorennsportspiele machen und so weiter. Versuch mal, dich weiter in einen anderen Zweig drauf zu lehnen. Und zu sagen, ja, hier möchte ich mal mich versuchen. So, und was es noch allgemein von mir jetzt noch zu hören gibt, ist, ich hoffe, es hat euch gefallen, mein Holy Tagebucheintrag Nummer 2, glaube ich. Wenn ja, dann lasst es bitte mir deutlich da, dass es euch gefallen hat. Ihr wisst schon, Daumen nach oben. Wenn ihr vielleicht noch Verbesserungsvorschläge habt für meine Holy Tagebücher oder für meine anderen Projekte, dann dürft ihr das auch in die Kommentare hier unten schreiben. Und das möchte ich auch noch festhalten in diesem Video. Sollte ich zu einem irgendwelche Kommentare sehen, wo ich der Meinung bin, die greifen mich an, die greifen meine Person an, darauf werde ich nur mit einer Sache reagieren, und zwar die Löschen-Taste. Zu anderen sollte ich irgendeinen Kommentar lesen, wie zum Beispiel, hey, deine Videos gefallen mir voll sehr, ich habe dir ein Like und Abo da gelassen, lass doch bei mir eins auch da. Solche Personen, die auf Sub by Sub aus sind, sage ich nur eins. Ich mache kein Sub by Sub, das bringt euch nichts. Und wenn ihr mir nochmal so ein paar Kommentare schreibt, das ist jetzt keine Drohung, das ist nur eine Tatsache, dann werde ich euch sperren, dass ihr meine Videos nicht mehr anschauen könnt. Okay? Und jetzt bin ich mal gespannt, wie einige bei der Szene so weggegangen sind. Also, bis dann und habt noch einen schönen Donnerstag, einen schönen Start ins Wochenende. Am Freitag kommt wieder ein Allgemeinvideo der Extraklasse. Freut euch schon drauf. Und natürlich auch mein Livestream von diesem Wimmelbildspiel. Und was Wimmelbildspiel sind oder wie man es nennt, Wimmelbild-Adventures, dann googelt das bitte, okay? Das war's von euren Holy Diver und Cheerio!